Moin Leute und herzlich willkommen zur siebten Episode der Kartenerweiterung. Ich nehme euch jetzt heute mal mit auf die Tour. Wir müssen vom Zopp zum Hauptbahnhof und dann Richtung Sonnensteinhof fahren. Aber ich muss gleich auf den Schnapp gehen. Ja, das wird tricky. Ja, wir dürfen nicht zu stark einlenken, das ist. Perfekt. So, natürlich gucken, dass hier keiner drüber läuft, weil auf das habe ich jetzt nämlich gar keinen Bock, wenn einer voll in meinen Bus reinläuft. Oh. Ja, passt. Ich bin rumgekommen. Werd nicht rot. Dankeschön. Naja, nee, ich wollte da komme ich nicht rum. Wie komme ich da rum? Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, so dürfte es jetzt klappen. Hoffe ich zumindest mal. Ja, so klappt es. Da passiert mit beinahe Snack schon Glück. Gottes Willen. Ist gerade mein Bus, der wo stecken geblieben ist. Sorry. Ja, gut. 690, aber ist jetzt nicht die Welt. Können wir gucken. Das ist so schnell wieder eingeholt. Das glaubt man meistens gar nicht. Das, was mich nervt, ist, dass die Spiegel wieder verschwinden. Das ist ein bisschen ärgerlich. Boah.
Nee, ich stehe jetzt nicht auf. Ist mir jetzt egal. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich muss gucken, dass ich hier meine Route fertig kriege. Und es in einem einigermaßen Tempo. Warum steht der eine eigentlich, statt sich hinsetzt? Verstehe ich gerade gar nicht. Verdammt! Ja gut, ich hoffe, dass keine Bilder drauf sind von irgendwelchen, keine Ahnung was. Das wäre jetzt nämlich echt ärgerlich. In dem Sinne, Hashtag Spaß. Der lässt mich durch. Optimal. Zählt noch. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, der Felsbrocken hier vorne war schon da, bevor das DLC erschienen ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon länger da ist. Also doch, das, als ich. Ah, ich hab's gerade falsch formuliert, sorry. Das ist eine Scherze. Weil ich gerade ein Stück am Kreisverkehr hängen geblieben bin. Bitte! Nee, aber ich glaube, dass die Berge schon weit davor da waren, bevor das DLC erschienen ist. Weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Berge erst gekommen sind, als das DLC erschienen ist. Das kann nicht sein. Ja. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Weil ich glaube, dass die schon weit davor da waren, die Berge. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt geht's nach Sonnstein natürlich. Jetzt kommen wir mit dem Zug. Ich sag mal, wollte eh nicht. Jetzt war ich beinahe hoch. In der letzten Folge kam endlich raus, dass er jetzt eine Eieiei. Zwillingsschwester hat. Christina! Was? Wie bin ich denn hier gelandet? Kann ich dir auch nicht sagen. Nein. Beherrsch dich. Ich komme nicht schneller als. Ey, das ist doch ein Scherz. Das könnte eine lange Session werden hier, wenn es so weitergeht. Aber ich habe Zeit. Ich hab's nicht eilig. Außer, dass ich manchmal auf Neutral gehen muss, um den Bus zu beschleunigen. Und dann wieder auf Drive. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die kurvenreiche Strecke Richtung Sonnstein hoch, die hat schon etwas Sportliches an sich. Also Hut ab.
Weil ich meine, die ganze Zeit nur in der Stadt rumzukursen oder im Gewerbegebiet oder am Hafen, das war mir ehrlich gesagt zu langweilig. Aber jetzt dann Richtung Kehrstadt, Flughafen, Sonnstein zu fahren, das hat mal wieder wenigstens etwas Abwechslung in das Spiel gebracht. Ich muss auch sagen, dass ich das DLC super finde. Also ganz ehrlich, es ist gut gelungen. Außer halt, oh, bis auf ein klein paar Bugs, aber okay, ich meine, die Entwickler, die machen ja ihr Bestes und tun ihr Bestes. Und ja. Und ich glaube, dass es denen im Flugzeug auch schon öfters aufgefallen ist oder noch auffallen wird, dass das, wenn man im Himmel stehen bleibt, sich dann gar nicht mehr bewegt. Sondern dass man es dann nur noch hört, aber nicht bewegt. Ich komme nicht schneller voran. Das ist ein Scherz. Nein, ist ein Kollege. Der will an mir vorbei. Hey, stopp. Nee, ich glaube, der fährt mit mir dieselbe Strecke. Hallo. Ja, man merkt schon, jetzt geht's ordentlich nach oben. Muss selbst der Bus schon ziehen. Naja. Aber ein Glück, wir haben es geschafft, wir sind oben. Wir sind angekommen. Das heißt, nur noch abbiegen. Das habe ich nämlich einen ordentlichen Stau verursacht. Das ist ein Scherz, oder? Nee, du kannst mich jetzt. Ich lass dich doch hier nicht raus. Warum lassen Sie mich nicht aussteigen? Aus dem einfachen Grund, weil du mir dann entweder in den Bus reinläufst, dass ich die Strecke nochmal komplett wiederholen darf. Oder du läufst hier irgendwie eine Pampa rum, worauf ich gar keinen Bock habe. Ganz ehrlich. Da kannst du lieber froh sein, dass ich sie mitnehme. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die NPCs hier ein bisschen aggressiver fahren. Weil ansonsten würden die hier nicht so hochkacheln. Ja, aber jetzt geht's mit Schwung nach oben. Also mit ein bisschen mehr. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es mit dem Gelenkbus wird, wenn ich dann nach oben fahre. Wollte jetzt eigentlich keiner wissen, aber egal.
Boah, ich hoffe, dass der jetzt nicht 140 kommt, weil das wäre jetzt echt doof. Aber ich drück's Gaspedal schon durch. Ein Glück. Nicht unter 40. Aber jetzt könnte es vielleicht noch ein bisschen spannend werden. Das werde ich schon überholt. Ist mir aber egal. Solange nicht in mich reincrasht und ich dann die Strafe kriege, ist alles gut. Ja, jetzt merkt er schon, dass er nicht vorbeikommt, weil ich schneller bin. Oder beschleunige. Sorry, was das vorne kann kommen. Ich schön ausholen kann. Perfekt. Hat gut funktioniert. Das irgendwie finde ich es doof, dass die Spiel wechseln. Das ist doof. Hier habe ich dies. Ah, jetzt. Oh ja, die letzte Haltestelle, ne, es ist durch. Da sind, ich weiß nicht, ob die Missionen dann vorbei sind oder nicht, ich muss mal gucken. Aber ich glaube, oder was heißt ich glaube, es wird dann wahrscheinlich mit dem DLC auf jeden Fall weitergehen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob da jetzt eine. Was ist mit dem? Der läuft schon mal weg, sehr gut. Das heißt, da habe ich keinen, der mir in den Bus reinlaufen kann. Ja, na klar. Das ist doch ein Scherz jetzt, oder? Ja, ich weiß, ich kann nicht maximal rausholen, aber. Ist mir jetzt gerade dezent egal. Bloß unten in der Kurve wird es wieder witzig. Und zwar wieder dezent witzig. Vor allem hier schon. Oh Gott, das war... Ich hab irgendwie Angst, dass einer mich reinkrallt. Ohne Witz. Wer hat Ihnen eigentlich den Führerschein gegeben? Halt die Schnauze, Opa, ich schwör's, ich schmeiß dich gleich aus dem Bus. Was war das denn gerade für ein dummer Kommentar? Fahr du mal den mit den Langkoloss hin, dann red mal weiter. Du fährst ja nicht hier tagtäglich die rote Runde. Ich mach das. Ich schnauze mich an, ich glaube es hackt. Sorry Leute, dass ich gerade so ein bisschen mehr oder weniger ausgeflippt bin, aber. Ich fahr nur meine Strecke.
Und mit so einem langen Ding ist es nicht so leicht, da oben rumzukommen, die Kurve. Da bleibe ich halt manchmal an paar Gegenständen hängen. Sei es Bäume oder Felsbrocken oder PKWs oder LKWs, keine Ahnung. Kommt manchmal schon vor. So, jetzt steig aus. Meine Herren. Falsch. So, es ist hoffentlich abgeschlossen, die Mission. Jawoll. So, perfekt, es ist alles erledigt. Nun gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser kleinen Folge vom Bussimulator von der Kartenarbeitung. Falls es euch gefallen hat und ihr davon mehr sehen wollt, lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen traumhaften Tag, haut rein und ciao, ciao.